Max, aber es ist der letzte Swiss Radio Day für Sie. Wie schauen Sie zurück auf die letzten Jahre, wo Sie dabei waren? Ja, ich schaue das wie eine grosse Erfolgsgeschichte. Also, wir haben am Anfang die Branche zusammengebracht, zu diskutieren, Kontakt aufzunehmen. Am Anfang war es nicht ganz einfach, weil alle haben sich so angeschaut und gesagt, jo, wenn einer etwas sagt, der Private, dann muss der Sergei etwas sagen, wenn der Sergei etwas... Also es war ziemlich konfliktuell. Und jetzt haben wir wirklich ein gutes Zusammenarbeitsklima gefunden. Und ich würde sagen, auch vom Programm her, vom Radio Day, haben wir da viel Erfolg oder viel entwickelt. Wir haben jetzt zwei Schienen programmmässig, also zwei Programme parallel. Und das ist natürlich schon ein grosser Erfolg. Sie sind rund 18 Jahre jetzt dabei gewesen, als Vertreter von Seite der SRG. Was ist Ihr Highlight? Mein Highlight ist, dass das einfach immer noch weitergeht und immer noch ein Must ist in einem Rendezvous von einem Jahr für die Radiobranche. Oder? Alle Radioleute müssen wie an diesem Tag da sein. Weil da sind alle Kontakte sind da und das ist wirklich ein Highlight. Oder? Natürlich haben wir so Highlights im Programm, zum Beispiel, wo die Bundesräte gekommen sind, reden, der Herr Leuenberger, Frau Reuter. Wir haben gehofft, dass heute Frau Sommaruga dabei ist, aber das wird wahrscheinlich im nächsten Jahr sein. Und aus Ihrer Sicht, wenn man auf die Radiobranche schaut, jetzt nicht nur der Radio Day, was ist dort Ihr Highlight der letzten Jahr? Ich sage, was auf der Radiobranche jetzt wichtig ist, ist, dass wir wirklich zusammen Lösungen finden und Lösungen suchen. Das haben wir mit Mediapuls gemacht, das haben wir mit jetzt DigiMe gemacht, also UKW-Abschaltung, DAB-Entwicklung. Ich denke, wir haben jetzt wirklich ein Klima in der Branche, wo alle zusammen arbeiten, auch wenn wir Konkurrenten sind im Daily Business. Oder? Aber die ganze Abschaltung von UKW ist ja nicht nur einfach. Das klingt jetzt einfach, so wie Sie es erzählt haben, aber es sind doch auch noch ein paar Steine im Weg. Es sind Steine im Weg, es sind noch viele Diskussionen, aber was der grosse Erfolg ist und das grosse Highlight ist, dass wir über die Fragen, über die Steine, über die Probleme diskutieren und zusammen Lösungen suchen. Das war vor 20 Jahren absolut nicht möglich gewesen. Was braucht es aus Ihrer Sicht sonst noch in der Branche? Was sagen Sie jetzt Ihren Kolleginnen und Kollegen, was geben Sie denen mit auf den Weg? Ja, zuerst möchte ich nicht zu viel sagen, weil ich denke, die neuen Personen, die Jüngeren, müssen jetzt die Zukunft selber gestalten und selber machen. Aber was jetzt wichtig ist, ist, dass wir die neuen Herausforderungen, ist jetzt das IP, ist jetzt das Smart Speaker, ist jetzt das Audio-Content, ist jetzt das Podcast. Die Radiobranche ist nicht mehr nur eine Radiobranche, es wird eine Audiobranche sein. Und heute ist ja auf dem Bandali, wo wir alle haben, für die Etikette heisst ja nicht Radio ist King, aber Audio ist King. Und das ist wahrscheinlich die grosse Herausforderung. Welches Stichwort oder welches Motto möchten Sie mitgeben, den Kolleginnen und Kollegen? Ich würde es mitgeben, zu sagen, das Radio wird noch lange ein wichtiges Medium sein und ein wichtiges Meilenstein für die Community und die Schweizer Gemeinschaft.